Hallo Sportfreunde und seid willkommen zu einem weiteren Part SV Werder Bremen. Heute geht's gegen Freiburg und ja, Freiburg ist, glaube ich, auf dem letzten Platz, wenn mich nicht alles täuscht. Jupp. 18. Das heißt also, da wir ja in der Rückrunde sind, jetzt so langsam wird spannend. Und auch die niederen Vereine kann man nicht mehr so leicht auf die leichte Schulter nehmen, weil... Ah, da hat er sich so früh hingelegt. Weil natürlich auch die Jungs um den Abstieg spielen. Gegen den Abstieg. Das war auch Bill, oder? Das heißt also, wir werden ja bestimmt auf einen harten Gegner treffen. Wir ja noch einen ganz guten Stand, ne? Ja. Zweiter Platz erst noch. Also man kann sich nicht beschweren. 5 Punkte ist bei einem momentan noch vor uns. Ah. Und im Nacken lauern schon die Nächsten, ne? Ja. Da wurde mal die Anspielstation weggegrätscht. So. Ja, Sichi. Was war da los? Ja, es ist wieder, aber uns wurde ja auch damals der Tipp gegeben, regt euch nicht über den Schiedsrichter auf. Weil gepfiffen ist gepfiffen, ne? Ja, erstens das und zweitens... Ist halt so. Was willst du machen, ne? Muss halt mit leben. Party player in the field at night. Every day I'm footballing. So. Kann ich das über außen dich schicken? Ich versuche in der Mitte einzukriegen. Wenn du passen kannst. Flanke. Oder ja, sehr gut. José, ich wollte José Callejón. Immer die ich anpassen wollte, die waren dann auf einmal sind mir weggelaufen oder so. Ja, also ich habe da zum Beispiel, da warst du zu dicht, da warst du gedeckt. Ich habe ihn hier probiert, seit ungefähr 10 Minuten gefühlt anzuspielen, also anzuwählen überhaupt. Es ging nicht, deswegen dachte ich mir, na gut, probier irgendwas anderes zu drücken. Nein, geht nicht. Gut, dann und dann hast du auch selbst schon geschossen. Ja, da war eindeutig Abseits. Die spekulieren immer, oder? Sehr gut. Aufgepasst von Otaldo, glaube ich, war es. Ja. Also, der Spieler weiß nicht, welcher das war, aber ich hab's gemacht. Der Spieler nicht die Sterne. Ja. So, alles wegköpfen. Und wir laufen, 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 laufen. Achtung, Marin ist fertig. Ah, ich wollte ihn eigentlich. Wenn man zu lange läuft, dann kommen die in den roten Bereich. Deswegen wollte ich nämlich auch. Also, stoppen. Ja, ach, ah, der ist zu langsam. Wir brauchen echt unsere Spieler wieder. Ah! Norg zum Beispiel hat immer noch ein Pflaster auf der Wade. Weiter, 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 weiter. Ich hatte den schon auf dem Fuß, ey. Ja, und da pfeift er auch schon einen Vorteil. Pfeift er? Ja. Ich pfeif mal Vorteil. Ja, macht er auch immer, ne? Oder nicht? Versteht das jetzt hier falsch? Wollen wir jetzt ein bisschen hier unten herumspielen? So ja, mal ein bisschen ruhig Minuten. Und so. So lang vielleicht nicht unbedingt, aber... Ja, wir müssen da irgendwo vorbei, aber vielleicht auch nicht zu gewagt. Ne, damit wir nicht hier... Oh, der war gut. Oh, gib mir doch den Ball wieder. In my face. Oh, Schalke führt 1-0. Sehr gut. Nee. Ach. Doppelt daneben laufen. Oben wird er wahrscheinlich schicken, ja. Das ist offensichtlich, der beide laufen auch hin. Ah, wir sehen die doch schon laufen. Bitteschön. Man kann auch mal probieren, eine Flanke als Pass zu geben. Falsche Schaffe drin. Nein. Ich hab... Das war mein Ding. Nee, 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 nee. Da war nichts los, Schiri. Meine Güte. So, Aftic ist nicht schnell. Musst du da wahrscheinlich genau auf ihn? Nee, das ist Aftic jetzt. Ich spiele immer durch die... Durch jede Körperöffnung versuche ich durchzuspielen. Nächstes Mal mit Arnus.
Mann, das war mal ein schöner Schuss. Achtung. Der Kleinste zum Kopfball hier. Schade, ein schönes Schüsschen gewesen. Einfach immer draufhalten aus allen Positionen. Schön aufgepasst von Bönisch. Habe ich mich gerade selbst angeflankt. Außen oder innen oder hinten? Genau. Bisschen langweilig, wie wir es hier probieren, aber man muss ja ein bisschen sich aufbauen. Man muss auch mal ein bisschen sicher spielen, gerade in so einer Rückrunde jetzt. Oh nein! So, Dambo hier will den Ball. Alejandro. Wie auch immer er heißt. Komm. Ich hatte den Ball doch schon gespielt. Aber er schmeißt sich nochmal nachträglich hin. Gucken wir mal. Otaldo kommt. Ja, da hat er genau in dem Moment seinen Fuß vorgelegt. Oder? Ja. Also ich provoziere das Foul, leg meinen Fuß hin. Dafür gibt's dann Geld. Ich verwirre nochmal. Oh, 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 oh. Ja, das müsste eigentlich zu eng sein für ihn. Ist es auch. Ah, Mist, oh, ich wollte den hochspielen. Und sich dann da reinschicken. Vielleicht hier noch einen unten, Otaldo oder so. Nö. Und da kommt wieder so eine Bogenlampe. Weiß ich nicht, ist vielleicht irgendwas bei dir eingestellt oder so in den Schusskonfix? Zifix. Zifix? Die Schuss-Zifix. Oha. Sehr gut. Mann, der ist ja. Ja, den haben wir ja. Das ist unser neuer. Nee, das ist Otaldo. Das bist du, du. Ach. Ich dachte erst. Ah, schade. Nein, ich wusste. Wir beschweren uns da. Einmal genau, bisschen mit Kreis deftig da rein. Hab ich. Genau, jetzt einmal über oben. Und wenn das da nichts. So, jetzt spielen wir hier ein bisschen wieder rum. Eine Minute, ja, ist sehr schon gut. Um. Über die Halbzeit gebracht, das 1-0. Nicht unbedingt sicher, aber effektiv, ne? Ja, also frühes Tor, ein und Tor dann machen, rumspielen. Mit ein bisschen Dreiviertel Glück. So kann man, glaube ich, den Profimodus bezwingen. Halbzeit. Ach, jetzt weiß ich, was ES immer. Endstand. Hier steht Halbzeit, 1-1 und so weiter. Und das heißt dann Endstand. Die Ach so, meinst du. Das steht da immer. Ich habe mich einmal gewundert, was Halbzeit, das bedeutet. Achso, Halbzeit in die erste Endstand. Nürnberg, ja. Dortmund 0. Und ich glaube, Schalke ist hinter uns, wenn mich nicht alles täuscht. Und Stuttgart? Ich glaube, Schalke ist Stuttgart, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall 1-0. Und jetzt nicht übermütig werden, weiter schön decken. Man kann ja auch nicht nur offensiv, aggressiv. Dieses Hinten, das fand ich jetzt ganz gut. Hat ganz gut geholfen. Nein! Und immer wieder einen angespielt. Wunderbar. Ich konnte ihn nicht mal. Ich bin nicht dazu gekommen, ihn abzugeben, weil er schon bei der Abgabe sozusagen abgenommen war. Einen Spieler hier kriege. Spiel ihn. Oh. Ah, gibt den Freistoß. Ärgern Sie sich ein bisschen? Dembélé geht raus. Dembélé wird ausgewechselt. Könntest du versuchen direkt oder versuchen mit Köpfchen? Ich weiß nicht, was das Bessere da ist. Ja, bisschen zu hoch. Aber wir wissen ja immer noch nicht, wie das funktioniert, ne? Wir sagen es eigentlich jedes Mal, ich muss unbedingt wieder üben. Haben wir auch bei PS, ne? Ja. Oh, der war aber echt gar nicht so schlecht, ne? Ein bisschen weiter rechts, ne? Ein bisschen tiefer.
Ein bisschen genauer. Ein bisschen und anders. Ein bisschen rein. Oh, sehr gut. So. Hier mal ein bisschen zu tun, als könnte ich tricksen. Nee, vorsichtig, nicht mit dem linken Stick, weil dann hast du jetzt gerade unsere Taktik verstellt. Dann können wir nämlich ausgeglichen, offensiv und so weiter machen. Und dann... Ich komme da einfach nicht, ich traue mich da nicht so ganz durch. Jetzt hier mit Damo vielleicht... Aber sie stehen sehr sicher, man sieht hier eine Fünferkette. Och, ich wollte ihn direkt unter ihm anspielen. Und dann schön erstmal... Konter eingeleitet. Okay, ein bisschen hier taktisches Ungeplänkel. Ah, schon ins Ausgeschossen. Vielleicht können wir auch nochmal gerade schauen, wie das mit Auswechseln aussieht. 60. Minute. Kader. Darmbud, der ist auch schon am Schwitzen. Wen haben wir mit? Arnautović. Arnautović, ja. Könnte man reinbringen für Avdic. Und Injovski für Darmbud vielleicht. Wobei er eher defensives Mittelfeld ist, Injovski. Mhm. Aber die könnten tauschen, dann Dings und Marin zum Beispiel. Marin ist... Oder Junusovic. Ja. Der ist zwar auch defensiv, aber... jetzt oder nee, was ist er denn eigentlich auf... ZOM eigentlich. Nee, das ist gerade seine Position, ne? Ja, ist okay. Sieht gut aus. Otaldo, gelb vorgemerkt. Sollten wir es vielleicht auch überlegen. Eventuell... Oder einfach ein bisschen aufpassen da, ne? Ja, Otaldo. Da kann man in dem Spiel leicht immer nicht so... Also man erkennt es natürlich dann an der gelben Dings da, aber man kriegt ja leicht hier irgendwie eine Karte durch Rempler, die man eigentlich nicht verursachen wollte, so, ne? Ja, das ist immer ein bisschen doof, ne? Ah, schade. Hätte ja klappen können. Jetzt aber. Flach, ne, mit mehrmals, falls du das mal probieren willst. Ich hätte mich noch mal hinten, hätte mich noch nach hinten positioniert. Ich hätte ihn ehrlich gesagt gar nicht mehr gesehen. Da, ich sah nur, dass er weg war. Und dann... Der neue Mann gleich mal draufgehalten. So. Schade. So, den macht er lang. Ja. Steht auf. Jo! Ah! Boah, ist schon ein bisschen fies, ey. Ein Tick zu früh, vielleicht. Ja, Flanke war ja nicht so gut, ne? Auf ihn da oben aufpassen, der will angespielt werden. Ja, der startet auch schon zu fix. Jo. Ach, da bist du wieder zurückgekommen. Noch ein bisschen auf den anderen gegangen. Mhm. Okay, das läuft hier ganz gut über die Außen. Also in der Regel lief es da halt ganz gut, ne? Oh. Ja, er will ihn da. Oh. Ach. 77 Minuten und es steht immer noch 1-0. Ja, Freiburg. Da unten, Achtung, bleibst du dran? Genau, richtige Entscheidung. Mhm. Den habe ich erst im letzten Moment gesehen. Irgendwie war ich. Also, schön mit Hacke gespielt. Ah, schade, wollte ich. Ja, du bist.
Ah. Nein, Arm. Versuch da nicht zu grätschen. Und die Bälle dann so. Die kommen am Ende irgendwie, kullern die nur noch und dann kommst du dann doch nicht mehr ran. Ah. Der heißt Danke, ne? Danke. 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 Hm. Okay. Mhm, hast du? Ja. Ja. Ja, ja. Ja! Wow. Ein bisschen glücklich, dass er da durch die drei Mann da durchkommt. Janosowitsch. Das war schon eigentlich dicht. Sehr gut, Janosowitsch, der neue Mann für Dambo. In der 89. Minute eigentlich ja schon Deckel draufgesetzt dann, ne? Sehr gut, also ich glaube, das könnte echt eine Spielweise sein, die wir spielen. Die wir uns überlegen sollten, öfter zu verwenden. Oh, ich habe nicht mal Gretchen gedrückt. Oh Mann, das war knapp. Gute sieht das an. Mhm. Torwart ist mit drin hier. Ich glaube, beim höheren Schwierigkeitsgrad ist der Schiedsrichter auch ein bisschen cleverer beim Mitspielen. Dann spielt er ihn so mit Hacke und so. Was? Ist er noch für die gegnerische Mannschaft und spielt er mit 12. Mann. Ich wollte schon sagen, 13. Mann, aber. Wegen hm. Trainer, ne? Mhm. Jo. Ja, schönes 2:0. 3 Punkte gegen Freiburg. Eigentlich auch keine schwache. Freiburger, ne? Die haben eigentlich ganz gut gespielt, sind vorne nicht so richtig durchgekommen. In der 9. und 89. Minute. Also, war schon ein ganz gutes Spiel. Ich glaube, das wäre vielleicht echt so eine Spielweise, die man sich... Und jedes Mal war wieder ein Mann dazwischen, sodass er es nicht so richtig wohl sehen konnte, schätze ich mal. Der gegnerische Torwart. Da war auch ganz knapp. Wobei er den auch noch ausgeschossen hätte. Ja, durch die Beine sieht der Torwart ganz spät. So, Endergebnis. Schalke gewinnt 3:1 Leverkusen gegen Stuttgart, 1:1 Hoffenheim gewinnt 2:0 gegen Augsburg und Nürnberg spielt 2:2 gegen Dortmund. Bönisch ist bei uns Man of the Match. Ausgewechselt, Dambo 5,9, Aftisch 5,7. Spielergebnisse sieht man... Nee, wo sieht man denn die... Du liest immer Ergebnisse, ne? Spielereignisse. Ja, weiß ich nicht. Ja, das... ER und dann wird der Rest, ne? Volltreffer! Und dann wissen, dass das total doch hervorragende Fortschritte macht. Schön zu wissen, dass du ein Auge für Qualität hast. Düdelülülü. Ja, ja, Logo, was denn sonst? Bönisch mit einer Spiele des Tages-Leistung. Und Bayern spielt nur unentschieden. Oh, was heißt das für uns? Wir sind wieder mit 3 Punkten dran. Oh ja. Dortmund hinter uns, die haben ja unentschieden gespielt eben. Und Wolfsburg ist, glaube ich, auch noch... Statistiken. Ligatabelle, so sehen wir schneller. Das ist an der Seite ein bisschen doof immer. Wolfsburg auch noch nah dran. Also... Ja. Ist aber alles ganz eng, ne? Oh. Also wenn man guckt, bis zum... Ja, also... 10. Platz quasi sind die ja richtig dran, ne? 13 Punkte sind das aber bis zum 10. Platz. Ne? Ja, 13 Punkte. Das ist schon wieder eine Ecke weit weg. Aber ich würde schon sagen, die ersten 6 sind schon recht nah beieinander. So. Also kann man auch die 7, 8, 9, 10. Also ich würde auf die ersten 4, sagen wir mal, ganz, ganz, ganz nah. Also sagen wir die ersten 2. Ganz, 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 ganz also nah. Die ersten sagen wir der 2? Erste. Der ist ganz nah also bei sich selbst. Der erste ist ganz nah dran am Pott. Er könnte Erster werden. Ja, theoretisch. So, Bremen bereitet für Hoffenheim. Bremen bereitet für Hoffenheim. Bereit. Werder Bremen bereit. Oh, ich lese bereitet. Wieso lese ich hier so einen Quatsch? Was ist denn hier los schon wieder? Bremen breit. Ich bin breit, der Einzige, der hier breit ist. So, Arnautovic, ja. Und was war hier mit Norg? Oh, ja. Pflaster, aber er hat wieder voll Energie. Muskelriss in der Wade, aber. Ja, hat er zuletzt. Da können wir hier mal den Marin und Norg gleich reinbringen.
Ja. Oder meinst du noch ein Spiel warten? Ja, würde ich auch sagen. Wenn er noch ein Pflaster hat, ist er noch nicht ganz fit, oder? Ja. Vielleicht. Mal gucken, was haben wir hier drin? Vielleicht den Tür raus. So, ein bisschen mal hier sortieren irgendwas. Damit man so ein bisschen sieht, was man hier hat. Ne? Dieses ganze Chaos hier immer. Drei Verteidiger ist ein bisschen viel, ne? Vielleicht lieber einen zweiten Stürmer oder ein Mittelfeld. Wir haben drinne linkes und zentrales defensives. Da wir viel Mittelfeld haben und Sturm, würde ich vielleicht noch vorschlagen. Ja, Pizarro ist halt auch noch im Eimer für 30 Monate. Rosenberg, den nehmen wir noch mit rein. Haben wir noch einen zweiten Stürmer da? Ne? Denkst du genauso? Wunderbar. Das ist auch ja, deine Idee. Kann man so machen, ja. Ja. Gut, dann haben wir hier Callejon und Dambo. So, Nork wird wieder mit Marin getauscht, aber der ist schon mal dann hier drin in der Ausstellung. Und ich denke, das ist eine Sache, die wir so weiter behalten könnten. Und dann geht's beim nächsten Mal gegen Hoffenheim, die auf dem 12. Platz sind. Auf dem 12. Ja. Ich denke, das sollte. Wenn wir die Taktik auf Profi weiter. Halt, ne? Also die Taktik ist, glaube ich, auf Profi ist unsere Taktik. Ja. Wir probieren es ja auch einfach beim nächsten Mal weiter. Genau. Und das machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Genau, 3 Punkte. Ein Juhu. Grund zum Feiern. Macht's gut, schönen Abend noch.